stimmt hier nicht. Verdammt, es ist nicht hier. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kanes Haus. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Oh, ganz wie ich vermutet habe. Das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard. Der Onkel stirbt. Schade. Jo. Oh Deckard, der stirbt. Schade, schade, schade. Jesus, heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Gebt euch nicht die Schuld. Magda ist diejenige, die für Kanes Tod zahlen wird. Magda und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Ich weiß nicht, ob er ein Engel oder ein Mensch ist, aber das Schwert wird sein Gedächtnis wiederherstellen. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wolfham erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Mag sie so viele Fallen stellen, wie sie will. Das wird sie nicht vor mir retten. Betrete die Höhlen von Arran oberhalb von Rotam. Wo ist Rotam? Achso, ich kann mal den Raum ausholen. Was soll ich lernen? Ihr seht aus, als könnte... müssen irgendwo hier oben sein. Hm.
Königin singt in meinen Ohren. Ihre Musik erschallt aus dem Jenseits. Hm. Du das so. Sind wir ganz sicher, dass wir durch diese Höhlen gehen wollen? Irgendetwas stimmt hier nicht. Spinnen. Lol. Was da? Ich habe nicht gedacht. Der Begabor ist wieder da. Ich warte immer noch. So macht man das in Königshafen. Komplett neues Design und alles. Einst war ich einer von ihnen. Gewöhnlich. Unberührt. Bis ihre Stimme zu mir kam. Danach wusste ich, wie ich zu dienen habe. Ich muss den töten, der meine Herren bedroht. Und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wurde auserwählt. Es ist immer schön, wenn ich auf meine Lebensanzeige gucke, immer so kurz vorm Verrecken. Und ich krieg's nicht mit. Der Templer hat mir erzählt, er hätte Angst vor Spinnen. Sagt ihm aber nicht, dass ich euch das verraten habe. Das ist schönes Abgebot. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Na, oder weniger nicht.
auch nicht weiter. Weißt du, was mir mal auffällt? Was? Ich rede viel zu wenig. Wurde mir ja schon mal ankritisiert bei Wissen 2 oder so. Das wäre dann kein Let's Player mehr, sondern ein Let's Walking. Vermisst jemand schon dieses Mädchen, das an euch verliebt war? Wen? Die Bauerntochter. Ich vermisse jede Bauerntochter. Hm? Aber ich weiß ja nicht gerade, was ich hier größtenteils erzählen soll. Ich kann ja nämlich in allen 50 Folgen sagen, ja, die Diablo 3 ist ein geiles Spiel. Auf jeden Fall Amazon. Ist ein geiles Spiel. Kauft euch. Ich bin nicht mal müde. Das bringt's nicht. Und über mein Leben quatschen muss ich ein Let's Play ohne. Ich meine, doch ist das Spiel ja irgendwie. Wenn ich noch krank machen muss, schön. Schön. Eins der Farsche, hier geht's nicht weiter. Tötet die Gegner, bla bla bla. Verringert Schaden 6,6%. Naja, ne, dann. Alouette, such a body head. Ich wollte gerade mal etwas in die Gefahr abwerfen, wenn es erlaubt wäre. Bereit. Stufe 12. Er kann gut. Jetzt gut. Das hört sich gut an. Noch mehr als mal dazu gekriegt haben. Neu, sekundär, Kana Flut. Ihr entfesselt ein Bombardement aus Arkan geschossen. So, mal jetzt hier noch. Ostnova. Oh, ist das auch nicht schlecht aus. Danke, ich bleib bei Eisenhaut.
Nee, danke. Das ist mir zu spät. Muss ja nicht jede neue Fähigkeit mitnehmen. Oder täusche ich mich da? Bobli? Wolli? Sag, man muss ja nicht gleich jede neue Fähigkeit, die man bekommt, nehmen, oder? Nee. Wenn es so weitergeht, werde ich eines Tages noch Königshafen beherrschen. Meine Herrin hat mich aufgenommen. Kommt näher und spürt ihre liebevolle Umarmung. Wow. Ich denke nicht, dass ich eure Herrin kennenlernen möchte. Sieht aus, als wären wir hier drin nicht allein. Bitte helft mir. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Töte die Königin. Ach, du Heimat. Lümmelland. Hey, die Drecksvieh, komm her. Ja, ich bin gerade bei der Spinne, wo das gut sah. Ich warte immer noch. Ja, ja. Schon mal einfacher wie der scheiß Skelettkönig. Definitiv, das ist unkomisch, also die Balance zwischen Endgegnern. Da gibt es manche, die ruppen die erste Nasenhaare mit immer weg. Dann gibt es wieder welche. Wie die? Die regt sich dann kaum zur Stelle und tut immer rumkehren. Ja, die Abwehr spielen ist anstrengend. Nee, ich bin doch seit um 7 Stunden wach heute. Ihr werdet ihr Gift brauchen, um diese Netze aufzulösen. Bitte beeilt euch. Wenn ich noch eine Sekunde länger hier hängen bleibe, werde ich noch verrückt. Gerüchte zufolge ließ Erzbischof Lazarus mich nur bitte verlassen. Na, aber gerne. Quest abgeschlossen. Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Kassra gestohlen. Daraufhin sind die Kassra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Kassra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen.
Gut. Es war schrecklich, dort festzustehen. Ja. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Kassra gestohlen. Daraufhin sind die Kassra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Kassra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Warum habe ich das Gefühl, dass hier noch mehr Kultisten sind?